Wortfänger, ein Podcast von Wiebke Ladwig. Ja, ich tue es wieder. Willkommen zur Nullfolge des Wortfängers. Beflügelt durch die Podcast-Patin im Sendezentrum auf der Republika, wohnt ihr hiermit der Geburt eines neuen Podcasts bei. Eines kleinen Podcasts, eines kurzen Podcasts, eines Mikropodcasts. Im Wortfänger greife ich vermutlich mehr gelegentlich als regelmäßig tief in den Wortschatz und zupfe mir ein Wort zum Spiele heraus. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Wortweide? Die Wortweide, wortweide.de, das Projekt, wo ihr Lieblingswörter, erfundene Wörter, lautmalerische Wörter, Wörter, die ihr im familiären oder lokalen Umfeld benutzt habt, auf die Weide stellen konntet. Ihr konntet Patenschaften dafür übernehmen. Das müssen wir leider einstellen. Leider ist sie in Flash programmiert, was wir damals vor 6 oder 7 Jahren ja, für ziemlich gut hielten. Nun gibt es die Wortweide nicht mehr, aber es gibt den Wortfänger. Der Wortfänger wird ein kurzer, kleiner Podcast. Wahrscheinlich eher sowas so um 3 oder 5 Minuten, je nachdem, wie viel mir zu dem Wort einfällt. Wo kommt das Wort her? Wie wird es benutzt? Welche Synonyme gibt es? Was reimt sich auf das Wort? Und was lege näher, als sich in der Nullfolge mit dem Wort Null zu beschäftigen. Das Wort Null, als es aus dem Lateinischen kommt. Keiner, keiner von mehreren. Wenn ich an Null denke, dann denke ich eigentlich eher an Mathe. Die Nullfolge ist in der Tat ein mathematischer Begriff, eine Folge von Zahlen, die sich Null annähert. In Mathe war ich aber dann doch eher eine Null. Null fand ich aber toll, weil ich war stolz auf 0 Fehler im Diktat. Das fand ich toll. Was reimt sich auf Null? Der Mull. Der Nacktmull. Ein Tier, über das ich sehr viel gelernt habe in der letzten Zeit, ein unterschätztes Tier. Der Nacktmull. Pitbull. Doppelnull. Sie spielten 0 zu 0, null und nichtig. Einst gab es die Null-Bock-Generation. Null Bock auf gar nichts hatte angeblich die westdeutsche Jugend der 80er Jahre, eine Jugend ohne Perspektiven. Gehörte ich nicht eigentlich dazu? Ich habe so viel Bock auf viel. Das kann eigentlich gar nicht sein. Bret Easton Ellis. Habt ihr was von ihm gelesen? Unter Null. Hieß sein erster Roman. Ganz anders. Die Black Fuss. 3 mal 0 ist 0 ist 0. Ich kann es leider überhaupt nicht aussprechen, obwohl es ja Kölsch ist und ich in Köln wohne. Oh Gott, in Kölsch. Nein, ich wohne in Köln. Ich kann den Text leider nicht aussprechen. Zumindest nicht mit 0 Bier. 0, 0, nichts. Wikipedia schlägt mir vor, ich möge doch mal nach nichts sehen, wenn ich schon nach der Null sehe. Ihr hörtet die 0. Folge des Wortfängers. Also eigentlich nichts.